Tag, Sportsfreunde, euer Göcki am Start. Ich habe heute einen Instagram-Post rausgehauen, wo ich gesagt habe, ihr könnt eure Fragen stellen. Und eine ist mir besonders aufgefallen, die wollte ich mir eben kurz hier darstellen. Sie ist von CK260697 und er fragt mich, was würdest du machen, Göcki, wenn du nicht Fitness-YouTuber oder Fitness-Coach wärst? Ja, ist ganz schwierig eigentlich, weil was würde ich machen? Eigentlich, also wenn man als Fitnesscoach vielleicht doch nehmen darf, ich würde, glaube ich, weiterhin als Personal Trainer arbeiten, ohne diese ganze Online-Welt, die drumherum ist. Und ich habe das ja auch bereits gemacht vor YouTube, wo ich noch in Mannheim gewohnt habe, habe ich ja viel als Personal Trainer gearbeitet in Mannheim und in Heidelberg, hier in Berlin hin und wieder auch noch. Allerdings ist es tatsächlich so, muss man ehrlich sein, online ist das Ganze lukrativer. Dennoch gibt es für mich eigentlich bei der Berufswahl, um vielleicht mal auf dieses Grundthema Berufsjob zu kommen, immer eigentlich drei Komponenten, die mit am wichtigsten sind, damit man vielleicht erfolgreich ist und auch Spaß am Job und am Leben hat. Und das sind für mich drei Punkte. Punkt 1 ist auf jeden Fall, man muss Geld verdienen. Man macht einen Job, um Geld zu verdienen. Ganz klar, Punkt 1. Aber dann kommen zwei wichtige Punkte einfach dazu. Und das ist ganz wichtig für mich vor allem. Ja, da ist wahrscheinlich jeder andere anders. Aber der zweite Punkt, der für mich beim Job wichtig ist, vor allem Anerkennung. Ja, wenn du eine Anerkennung für das tust, was du kriegst, wirst du besser, steigerst dein Selbstbewusstsein. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als einen Job vielleicht zu haben, der nicht anerkannt ist, wo die Leute sagen, was ist das denn, was machst du denn da für Mist, sonst was, ja. Und ich bekomme bei mir die Anerkennung, was halt ganz geil ist, und das ist tatsächlich, ob ihr es mir glaubt oder nicht, viel mehr wert als Geld, wenn mich jemand anspricht auf der Straße oder im Fitnessstudio und sagt mir, hey Göcki, ich find's geil, was du da machst, du hast mir geholfen, mach das einfach weiter so. Und das ist eine ganz wichtige Komponente bei jedem Job, und das wird jeder von euch merken, der arbeitet und in der Berufswelt ist, Anerkennung. Das motiviert einen, das bringt einen weiter, und dann macht der Job auch tatsächlich Spaß, wenn man merkt, er kommt gut an, so wie man ihn tut. Und für mich gibt es noch eine dritte Komponente, und die ist für mich persönlich ganz wichtig, ist einfach, dass man was zurückgeben kann. Also sprich, dass man einen Job hat, wo man ein Wirken erfährt. Ja? Also einen Job, wo man genau weiß, mit dem, was ich gerade tue, mit dem Handeln, gibt es auch eine Reaktion. Und das finde ich einfach cool bei Jobs, wo man Menschen helfen kann. Und da zum Beispiel möchte ich mal hier meine Mutter zum Beispiel anführen. Sie arbeitet mit geistig Behinderten zusammen und betreut geistig Behinderte. Und das ist einfach ein Job, wo ich einen riesen Respekt vor habe, auch wenn man vielleicht nicht das allermeiste Geld damit verdient, weil es ist ein Job, wo man Menschen hilft, die auf die Hilfe angewiesen sind, ja. Und das kannst du auf viele Bereiche übertragen, ob das ein Altenpfleger ist, eine Krankenschwester oder sonst was. Das finde ich einfach, ist ein sehr, 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 sehr respektvoller Job, wenn man einfach Menschen hilft und weiß, es kommt an. Und das ist für mich persönlich jetzt auch wichtig, eigentlich beim Job, zum Beispiel beim Fitness oder als Trainer hat man ja den ähnlichen oder den gleichen Effekt, dass man Leuten hilft, vielleicht auch aus einer Lebenskrise zu kommen. Viele Leute wählen einfach den Sport, um vielleicht eine Wende im Leben zu bekommen und so weiter und so fort. Und da spielt auch ein bisschen das Psychologische mit eine große Rolle. Und das ist für mich sehr wichtig, dass man beim Job auf jeden Fall Menschen helfen kann. Und ich glaube, das ist jeder anders. Es gibt ja auch Jobs, wo man halt das Wirken nicht direkt erfährt. Ja? Also für mich wäre es zum Beispiel nicht irgendwie ungefähr mein Traumjob, irgendwo am Fließband zu arbeiten oder irgendwo ein kleines Rädchen zu drehen von einem großen Teil. Diese Jobs sind natürlich auch sehr wichtig, aber da muss natürlich jeder seine Leidenschaft und seine Passion finden, was für einen wichtig ist. Und das sind für mich eigentlich so die wichtigsten Dinge. Natürlich, man will Geld verdienen, die Leidenschaft ist ganz wichtig, die Anerkennung und dass man jemandem helfen kann. Und ich glaube, wenn man länger in der Berufswelt unterwegs ist und arbeitet, ich meine, ich werde jetzt 28, bin auch noch nicht so lang unterwegs, ja. Man muss ja bis 65 oder, Quatsch, bis 60 muss man auf jeden Fall arbeiten, ne. Oder wie war das, ab wann ist Rentenalter, kein Plan, ich kenne mich da auch nicht so aus. Auf jeden Fall merkt man wahrscheinlich auch irgendwann, wenn du halt jeden Tag deinen Job machst und einfach keine Lust darauf hast, dann ist das Geld, was du daran verdienst, niemals so viel wert wie die Freude an einem Job, den du hast, ja, oder die du hast. Und dementsprechend ist für mich einfach diese Freude und die Anerkennung, dass man jemandem helfen kann, teilweise überwiegt das sogar dem Geld, auf jeden Fall, weil wenn du jeden Tag, es gibt Leute, die jammern, es gibt Ärzte oder auch Rechtsanwälte, die das gemacht haben, um viel Geld zu verdienen. Das sind Ausnahmen, das sind tatsächlich Ausnahmen, aber die ackern sich und arbeiten sich den Arsch ab, ja, haben einen Job, wo sie gestresst sind, sie kriegen Depressionen und haben aber am Ende des Monats ihr Konto voll. Und da frage ich mich, was ist das? Wofür tut man das? Und ich denke einfach, man
ja, man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern man arbeitet, um zu leben. Und das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Einfach, dass man was tut tagtäglich, wo man Bock drauf hat. Und das ist bei mir auf YouTube oder bei YouTube auf jeden Fall der Fall. Ich habe die Anerkennung, wenn Leute zu mir kommen. Und das ist für mich ganz wichtig, wenn ich Leuten einfach ins Gesicht gucken kann, auch im Fitnessstudio. Und ich weiß, ich habe dir nie irgendeine Scheiße verkauft oder erzählt. Und diese Anerkennung, die man bekommt, die ist mehr Geld, mehr wert als Geld und diese Hilfe. Und deswegen hier meinerseits mal riesen Respekt an alle Leute, die einen Job haben, wo sie halt Menschen direkt helfen. Ja, man kann natürlich auch, es geht natürlich auch kleine Schrauben und dann entsteht daraus ein Produkt, was Menschen hilft. Das funktioniert natürlich auch. Aber für mich persönlich ist dieses direkte Feedback eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Das hat man auf YouTube, das hat man als Trainer, das hat man aber auch in einer Menge anderen Jobs. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen da auch ein bisschen auf den Weg leiten, der jetzt vielleicht nach dem Abitur da steht oder nach der Schule und ich weiß, was er für einen Job machen soll. Ich kenne das von früher, wo ich Abi gemacht habe, dass sehr, sehr viele einfach auch das studiert haben, weil sie gedacht haben, okay, wenn ich jetzt BWL studiere, okay, wenn ich jetzt Jura oder Medizin studiere, irgendwo im Ausland, weil noch nicht mal der NC gut genug war, dann kann man damit irgendwann später Geld verdienen. Das ist mal der falsche Ansatz für einen Job, denn ich bin auch der Meinung, wenn man etwas gerne macht, ob man jetzt zum Beispiel auch Künstler ist, ja, und denkt, na, mit Bildern kann ich ja kein Geld verdienen, das ist schwierig irgendwie damit, über die Runden zu kommen, davon zu leben, macht es trotzdem, weil wenn man eine Passion hat, eine Leidenschaft, und dann finde ich, in der Regel macht man es immer besser, und wenn man was sehr, sehr gut macht, wird es irgendwann entlohnt. Man wird vielleicht nicht immer mit der Sache reich, aber Reichtum kommt auch da von innen auf jeden Fall. Und diese Anerkennung und Freude am Job ist viel mehr wert als die Kohle. Das dazu. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich diese YouTube-Geschichte nicht machen würde, versuchen weiterhin als Personal Trainer zu arbeiten. Ich würde es weitermachen. Ich mache es auch hin und wieder noch, dass dieser Praxisbezug nicht verloren geht. Ja, ein Online-Coach sollte nicht nur wirklich auf dem Sessel hier sitzen und tippen, sondern sollte auch noch die Praxis drauf haben. Und das ist ganz wichtig bei diesem Job. Und ja, das so viel dazu. Vielleicht könnt ihr mal reinhacken in die Kommentare, welche Komponenten erfüllen euch bei eurem Job, bei eurem Traumjob. Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Was für ein Job erfüllt euch oder ist einfach nur die Kohle für euch besonders wichtig beim Job? Nichtsdestotrotz, klar, man muss davon leben können, aber es gibt Dinge, die, glaube ich, da ein bisschen überwiegen gegenüber dem Geld. So viel dazu. Ich bin raus. Haut rein, euer Görki. Immortal in Liverpool combat. In the game, but control it, that it was one pack. Till I get a million and then you call me Max. Cause that's how I live my life, avoiding tax. Trust, follow no rules. Call me a nutcase, you're the one following tools. If you ain't a shepherd, then you're following fools. See red, I'm a bull. So everything they need to know, I don't play